was ich aber irgendwie nicht kann. Ach, ich hasse es. Den nehmen wir mal außer Betrieb. Tragen kann ich natürlich nicht. Schade. Autoscan. Autoscan ist ein Plan. Und King, dann alles Gute. Also vielen Dank fürs Weisheim gewesen sein und so. Bis später, bis demnächst und eine gute Nacht. Autoscan macht nicht sehr viel. Ich muss wahrscheinlich von der anderen Seite scannen. Wenn der Typ da hinten weggeht, dann kann ich das machen. Ich will nicht das Auto markieren, ich will den Typen markieren. Danke. Suchen Sie sich ein anderes Auto, das gehört jetzt mir. Okay. Plattat. Jetzt noch mal hinten und vorne versuchen. Ja. Okay, der läuft in die andere Richtung. Das war einfach. Perfekt. Still und effizient wie in einem Film. Bloß bekommen wir dafür nicht so arsch viel Kohle. Aber man kann ja nicht alles haben. Auftrag abgehakt. GG. Danke, danke. Jetzt muss ich nur noch aus diesen Docks hier rauskommen. Was macht denn ihr? Ach, ihr seid diese komischen Mönche. Hier in diesem Hinterhof bin ich auch noch nicht rumgelaufen, glaube ich. Halt, hol dir die. Hol dir die Belohnung ab, alles klar. Ich habe da so eine Ahnung, was das ist, nachdem ich glaube, eine weitere Position auf der Liste von gerade eben gesehen zu haben. Falsche Straße. Na, geht doch. So, dann haben wir hier noch einen. Da noch einen. Sind wir da? Da ist neu aufgetaucht. Oh. Wie oft passiert das denn noch hier? Können nicht alle mal zur gleichen Zeit auftauchen, bitte? Entschuldigung. Gun
Ich wollte parken, Entschuldigung. Ich habe bei mir ein Problem mit Ratten. Kennt man ja. Aber diese Ratten sind so groß wie Menschen und sehen schwer nach Tiger Claws aus. Der größte Stück. Mit ist Taki Kenmochi. Tu mir einen Gefallen und schalte sie aus, okay? Details einmal. Ausschalten war das Gebot der Stunde. Na komm. Okay, verzieht sich noch mal. Damit sollte er nicht raus aus dem Spiel sein. Yep. Willst du mich treten, dann erschieße ich dich. Hey, hey, einmalige Gelegenheit, Chu. Ja? Tony ist raus aus dem Geschäft. Schon gehört? Hm, ist von dem Dach geschmissen worden. Hatte Schulden. Genau, hat seine Pacino-Automaten nicht abbezahlt. Jetzt ist unsere Chance. Zunächst den Bürgersteig mit unserem Hirn zu pflastern. Nein, hör zu, Mann. Wir können diese Maschinen zum halben Preis von Bill, dem Clown, kaufen. An deiner Stelle würde ich mit dem nie ins Geschäft einsteigen. Und an deiner Stelle würde ich auf mich hören. Willst du vor Langeweile wichsen, bis du tot umfällst? Ewig mit deinem hässlichen Output leben? Wenigstens schmeißt die mich nicht vom Dach. Hör auf. Ich meine das ernst. Wir nehmen die Automaten und bauen sie im Block auf. Und dann werden wir reich und leben glücklich bis ans Ende unserer Tage. Das Ende. Das kann gar nicht schief gehen, wenn du meinst. Ja. Bist du überhaupt die richtige Person? Ja. Dann komm mal mit. Das war ein schöner, einfacher Auftrag. Guten Tag, ich habe hier ein Paket für Sie. Ich habe meine Waffe gewechselt, natürlich. Oha, was für eine große Ratte. Komisch, dass du sie nicht selbst abgemurkst hast. Aber solange das Ungeziefer von der Straße weg ist, bin ich zufrieden. Natürlich habe ich die Waffe gewechselt. Gegen eine gewöhnliche DS1 Pulsar. Ich hatte ich vorher? Die war es nicht. Du musst es gewesen sein. Ja. Okay. Das Ding. Ja, ja, ja. Ach, da drüben stehst du. Treues Mutter. Taurad? Au. Ich dachte, es hält an. Die KIs sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Der einfach bei grün über die Ampel. Wie finde ich dazu was? Auch noch nicht lang gefahren. Oder zumindest kommt es mir nicht bekannt vor. Es könnte aber auch anhand des kleinen minimalen Nebels hier liegen.
Hab einen eher unschönen Auftrag für dich. Was seid ihr? Maelstroms, okay. Dieser Fernsehprediger? Sein Sohn wurde ermordet. Um den Mörder zu schnappen, musst du an den Original-BD rankommen, der während des Mordes aufgenommen wurde. Ja, das hast du leider richtig gehört. Mehr Infos schicke ich dir mit. Dieser Scheißkrach! Mein lieber Freund, der TV-Prediger Bryce Stone, fragt nicht, die Sache ist kompliziert, braucht unsere Hilfe. Sein Junge wurde entführt und ein paar Tage später auf brutale Weise ermordet. Das NCPD hatte den Fall aus Mangel an Beweisen eingestellt. Bryce wollte die Sache nicht ruhen lassen und konnte die BD-Aufnahme des Mordes an seinen Sohn aufspüren. Aber die Wirte wurde stark geschnitten, sodass sich darauf kaum Hinweise befinden. Wenn es dir gelingt, das Rohmaterial aufzutreiben, könnten wir vielleicht den Mörder identifizieren. Die Wirte wurde von zwei XPD-Tunern Gottfried und Frederick in Northside produziert. Ich wette, sie haben noch irgendwo das Original rumliegen. Aber nämlich vor dem Maelstrom eine Acht, die sie beschützen. Schon mal gleich nochmal. Lassen wir ihn erstmal Spaß haben. Ich höre dich schon die ganze Zeit. Hey, jetzt macht alles Sinn. Probier mal die Größe. Mhm. Schild, Eigenbeschuss. Mach die Psychos auch fertig. Achtung! Hab genug von dem Schild! Schild, Eigenbeschuss! Mach die Psychos auch fertig! Naja, die haben Spaß. Das ist ganz in Ordnung. Ist der noch? Cyberpsycho? Jeder kann der Nächste sein. Ich glaube, Maelstromer sind da einfach prädestiniert. Da drüben war es das Problem. So geht's auf. Und du auf. Er hat sogar Lila-Material, das nehme ich doch gerne mit. Mach, was du willst. Mach ich auch. Das war's für mich. Ich sag's nochmal, mach, was du willst. Oder brauchst du eine Erlaubnis? Oder mein Rat? Sorry, konnte nicht antworten. Du schreibst, es ist entschieden zu weit. Was du machst, ist völlig verrückt. Und dann ziehst du auch noch deinen Sohn mit rein. Ich meine, du bist doch krank. Das wird böse enden. Jetzt, wo du Eddies hast, kannst du dir dein schlechtes Gewissen endlich leisten. Gotti, lass wenigstens Frederik ausmachen. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Lenny. Ich würde sagen, der Mann ist auch nicht... Unser Auftraggeber ist auch nicht das lämmigste Lämmchen. Vielleicht bringt es mir nichts, aber vielleicht tut es das ja auch. Kannst dich nicht ewig verstecken! Wo sind denn die Bottles? Munition nehme ich gerne mit. Was da auch mal drin ist, nehme ich auch mit.
Ja, ich bin gerade im Kampf. Ja, ja. Genau ja. Kurz bevor er... Klar, aufwachen, Junge. Gentlemen. Was ist hier los? Security! Zu weit weg, um uns zu hören. Immer mit der Ruhe, okay? Wir tun und verkaufen nur. Wir drehen nichts davon. Wirklich. Was ist das hier, euer kleines Familiengeschäft? Die Leute kaufen, wir verkaufen. Geschäft ist Geschäft. Twitch bin ich wieder. Kann den Stream nicht sehen. Ach, wunderbar. Was bestimmt denn? Weißt du, wenn wir es nicht tun, dann tut's ein anderer. Willst du was richtig Hardcore-mäßiges sehen? Wir geben den Leuten da draußen nur, was sie wollen. Das ist alles. Ex-BD von einem Predigersohn. Ermordet. Klingelt da was? Welcher Prediger? Haben gerade eine Lieferung mit Jungs reingekriegt. Weiß nicht, wie die Daddies heißen. Da brauche ich mehr Infos. Bryce Stone, einer von N54. Sohn hieß Bobby Stone, 12 Jahre alt, als er starb. War er schwarz? Weiß? Latino? Irgendwas Auffälliges? Wie wurde er umgebracht? Papa, ich glaube, ich weiß, welchen sie meint. BD 9430. Den Predigerjungen. Wer hat ihn umgebracht? Von wem habt ihr den Ex-BD? Niemand gibt uns irgendwas direkt. Wir haben tote Briefkästen. Das war's. Sinnvoll. So bleibt alles sicher. Für alle Beteiligten. Der Ex-BD war ungeschnitten. Irgendwas muss euch aufgefallen sein. Irgendein Hinweis. Spiegelbild, Tattoo, irgendwas. Unser Interesse liegt in der Imperfektion selbst. Nicht in ihrem Erschaffer. Gib mir diesen verfickten Braindance. Sofort. Ja, ist ja gut. Beruhige dich. Nimm ihn einfach. Freddy! Er ist gleich hinter uns. Dort auf dem Regal. Okay. BD 9430. Ja, da. Der ist es. Nimm ihn einfach. Jo, und ich nehme auch noch die Eddies, die hier rumliegen mit. Danke sehr. Was zum... Wieso habe ich den eben nicht gesehen? Auf dem Fire TV-Stick geht's auf der Handy-App nicht. Hallöchen, Godis, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist und blöd, dass du auch nicht da sein kannst. Ja, ich würde sagen, dann werden wir jetzt gleich einfach die Mission zu Ende machen. Für heute ausnahmsweise. Früher Schluss machen und dann können wir. Okay. Dann können wir einfach morgen ein bisschen mehr machen. Verdammt, ich wollte eigentlich raus, nicht rein. So. Geht jetzt wieder. Ja, aber macht ja keinen Sinn, der Twitch die ganze Zeit hin und her springen zwischen funktionierend und nicht funktionierend. Nicht verkaufen. Missionsitem ablegen. Missionsitem ablegen. Super Arbeit, Bee. Ich hoffe, dass man so den Wichser findet, der das aufgenommen hat. Auftrag abgehakt. So. Das letzte, was wir theoretisch noch machen müssten, wäre. Da ist schon wieder ein Auftrag aufgeploppt. Warum? Könnte ich einfach mal gemeinsam aufploppen? Nein, natürlich nicht. So. Den Auftrag werden wir dann morgen machen. Unsere Symbole fehlen. Ah, die kommen noch, die kommen noch. Ich würde sagen. Wir schauen einfach morgen wieder rein, ab 20 Uhr, und dann spielen wir da an der gleichen Stelle weiter. Hören heute einfach mal auf, weil wenn Twitch nicht mitspielt, dann habt ihr ja auch nichts von dem Stream. Das ist ja total sinnbefreit. Ich suche mal ganz fix jemanden, wo ich euch weitergeben kann. In der Hoffnung, dass ich da, dass ihr dann da vielleicht mehr Glück habt. Jetzt.
Betrifft wohl alle Streams, aber nicht alle Zuschauer. Dann gibt es wahrscheinlich irgendwo ein Netzproblem, nehme ich an. Ich gebe euch trotzdem weiter. Wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Schlaft gut und kommt gut in den morgigen Freitag rein. Bis morgen.